RTCI nous réunit. Zwei kleine Italiener, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei uns jetzt hier in unserer Runde, multikulturelle Runde hier bei RTCI Multikulti, live aus Tunis, meine lieben Freunde. Es ist ja heute der 6. Dezember 2017. Ihr merkt das ja auch genauso wie wir. Dieser Monat Dezember geht hier aber richtig schnell und bald ist es ja auch Silvester und sehr bald ist das Jahr, das neue Jahr 2018. Dezember ist ein sehr interessanter Monat für Tunesier und auch für die Deutschen drüben und für die ganzen Europäer, für die ganze Welt eigentlich. Das ist ja der letzte Monat in diesem Jahr. Wie gesagt, zwei kleine Italiener erstmal. Ein super Schlager von Christian Brun komponiert und von Georg Buschor getextet wurde. Und die Sängerin der Originalfassung aus dem Jahr 1962 heißt Conny Frobis und am liebsten wäre sie dann noch in Italien. Faisal Lelli ist unser DJ. Viele liebe Grüße von hier aus. Überall auf der Welt, denn wir sind eigentlich, was heißt eigentlich, wir sind ja ein internationaler Rundfunk und man kann uns überall hören. Ihr hört ja im Hintergrund die Love Story von Beethoven, eine wunderbare Symphonie und Love Story. Die Liebe ist genau das, was überhaupt keine einzige Sprache oder Orthographen braucht. Einfach mal, man lässt seine Emotionen los. Wir bleiben beim Thema Liebe und Love. Und da gibt es so viele Geschichten in der Welt. Von einer Geschichte möchte ich ja euch erzählen heute. Da geht es um auch eine Liebesgeschichte, Love Story, hier in Tunesien. Und diese Story reiste auch zurück nach Deutschland. Ja, ich will es ja auch nicht länger ziehen hier. Wir haben hier einen Gast am Telefon aus Berlin-Brandenburg. Die Frau heißt Sissi Waldorf, eine Essayistin, eine Schriftstellerin. Sie hat ja eine Menge Fotografien. Und sie hat ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Berberbraut. Sie hat ja damit natürlich partizipiert bei der Berliner Buchmesse. Leider kein Preis, aber ihr geht es nicht um jegliche Preise. Bei uns live zugeschaltet aus Berlin, Sissi Waldorf. Einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend nach Tunis. Ich freue mich, wieder Kontakt mit Tunis zu haben. Ja, super. Und Sie wissen ja auch ganz genau, dass Sie jetzt gerade live zugeschaltet sind aus Berlin. War das richtig oder Brandenburg? Das ist in der Nähe von Berlin im Land Brandenburg. Also vom Rande Berlins. Ganz genau. Wie ist das Wetter dort bei euch erstmal? Oh, super. Wir hatten jetzt schon ein bisschen vorweihnachtlichen Schneefall am letzten Wochenende, der leider in Regen übergegangen ist. Ach, aber es ist ganz angenehm. Okay, aber der Schnee kommt ja noch, gewöhnlich. Der kommt, ganz gewiss. Super. Mit 3 Jahren, meine lieben Freunde, mit 3 Jahren war Sissi Waldorf schon künstlerisch tätig, also sie ist ja eine Künstlerin, seit sie Kind war und hat, wie hier geschrieben ist, den Fotoapparat von ihrem Vater verschleppt und damit fotografiert. Diese Dame, Sissi Waldorf hat Abitur gemacht, Berufsausbildung zur Rinderzüchterin und sie sagt ja auch, jetzt konnte ich Kühe melken mit Hand und Maschine. Was bringt sie dazu, ein Buch zu schreiben? Oh, das war ein langer Weg. Das war ein sehr langer Weg. Also ich habe in der Schule schon gern geschrieben. Ich habe nicht nur gern gemalt, fotografiert, ich habe auch gern geschrieben. Und irgendwann in meinem Leben bin ich einem Mann begegnet aus ihrem Land, aus Tunesien. Aha. Und es war nicht geplant, mich zu verlieben. Aber es ist halt passiert, wie die Liebe halt so spielt. Genau, Liebe kennt keine Grenzen und Liebe macht blind, wie man das so schön sagt. Beides trifft zu. Ja, wie lange war das her? Das ist jetzt schon mehr als 10 Jahre her, also wenn ich genau zurechtrechne, 14 Jahre. Aber das ist eine so wunderschöne Erinnerung in meinem Leben und so eine gute Geschichte, dass ich damals beschlossen habe, sie aufzuschreiben, weil es mich fühlt über mich und
über das Leben an sich gelehrt hat. Also so interessant sind Männer auch manchmal. Ein Mann war ein Beweggrund für Sie jetzt, um ein Buch zu schreiben mit diesem Titel, Die Berber braucht, Braut, Entschuldigung, Braut. Und da geht es auch tatsächlich in diesem Buch, es geht hier um eine gescheiterte Beziehung zwischen Sophia und Ramses. Ramses klingt ja ägyptisch, ist auch ganz egal. Also darum geht es in dieser Geschichte, in diesem Buch. Also ich persönlich habe dieses Buch noch nicht gelesen. Die Kurzfassung davon aber haben wir jetzt schon bereits hier. Die Berber braucht mit einem wunderbaren Bild von einer Frau. Sind Sie eigentlich, Sissi Waldorf, die Berber braucht? Ja. Okay. Ja, ich bin es, weil es ist, das ist ja autobiografisch, ne? Und ich habe den Titel ganz bewusst gewählt, weil dieser Mann aus einer Berberfamilie stammt. Aha. Und er mich damals heiraten wollte. Okay. Ich war immer die Braut geblieben. Ich bin nie die Ehefrau geworden. Und deshalb habe ich die Geschichte die Berberbraut genannt. Also die Braut, die sich getraut hat. Ja zu sagen. Ja, die hat sich letztendlich nicht getraut. Ach so, doch nicht. Sie hat ihn ja doch nicht geheiratet. Aber die Liebe war da. Sie hat ihn geliebt. Okay, also wenn die Liebe da war, wie ist das? Wie kommt eine Frau eigentlich mit dieser Problematik, wenn sie einen Mann liebt, einen ausländischen Mann sozusagen, ja, und er sagt ihr, wir müssen heiraten. Wie kommt eine Frau damit klar? Also wenn eine Frau selbstbewusst ist, trifft sie ihre Entscheidungen selbst. Okay. Dann trifft sie, eine Ehe ist ja ein Vertrag. Richtig. Und da verpflichten sich beide Menschen, etwas einzuhalten. Liebe hat mit Ehe gar nichts zu tun. Wenn man jemanden liebt, braucht man keinen Vertrag. Nur das Leben macht es uns manchmal ohne Ehevertrag nicht so einfach. Gerade in ihrer Kultur sind Menschen, die zusammenleben ohne einen Schein, ohne einen Vertrag, ja, ich sag einfach mal, werden ein bisschen misstrauisch beäugt, okay, um es vorsichtig auszudrücken. Ich will es ja nicht mal verraten, jetzt alles, was in diesem Buch steht, aber war das hier eigentlich eine einseitige Liebe oder habt ihr euch beide geliebt? Wir haben uns sehr geliebt. Es waren große Gefühle und sehr viel Intensität. Ich habe in meinem Leben nie wieder solche Intensität der Gefühle erlebt. Aber sie kam mir wieder. Achso, okay, Entschuldigung. Ja. Kein Problem. Ich finde es wunderbar, dass ich das erleben durfte. Okay, sie kamen ja aber wieder zurück aus Deutschland und sie mussten dann feststellen, und das war ja auch ein Schock fürs Leben, dass der Mann doch geheiratet hat. In kurzer Zeit. Nee, der Mann hat nicht geheiratet. Ach so. Diese Information weiß ich nicht, wo sie ist. Ja. Er hat nicht geheiratet. Ach so. Er hat eine andere? Er hat auch nie geheiratet. Nicht. Hat nie ich geheiratet. Wünsche es ihm. Ich wünsche es ihm, dass er heiratet. Dass er jemanden findet. Es ist ja schon über 10 Jahre her. Also eine ich Liebe wünsche mit ihm von ganzem Herzen. Ohne Happy End. Besteht diese Liebe noch? In meinem Herzen ja. Im praktischen wo soll Leben sie sonst ist bestehen? Schwer zu leben. Ja. Ja, im praktischen Leben ist es, aber in meinem Herzen besteht diese Liebe. Dieser Platz ist immer noch da. Und wenn ich heute bei Lesungen aus diesem Buch Texte lese, ja, dann kommt es bisweilen vor, dass mir die Tränen in den Augen stehen, das ist verständlich, weil es mich noch immer berührt. Das ist ja verständlich. Ich komme ja mal zurück auf Ihre Berufsausbildung zur Rinderzüchterin. Und da sagten Sie, jetzt konnte ich ja Kühe melken mit Hand und mit Maschine. Und nach diesem Buch, nach dieser Erfahrung, die Sie auch erlebt haben, nun kommt die Ernte durch dieses Werk, die Berber braucht, Braut, die auch melken kann. Was können Sie denn da melken? Also ich weiß nicht, ob ich den in diese Frage beantworten kann. Versuchen Sie es einfach. Ja, diese Geschichte ist ewig lange her. Aber okay, es war damals so, man konnte das Abitur in der DDR, der ehemaligen DDR, ja, nur machen, wenn man dazu einen Beruf lernte. Ach so, okay. Und deshalb habe ich gedacht, ja, so what von Technik verstehe ich nicht viel.
Ja. Aber mit so ganz praktischen Dingen, so eine Kuh vor mir, das kann ich schon, das habe ich mir zugetraut. Das kann man sich auch sehr gut vorstellen. Also Außenhandel auch in Berlin im Jahr 1983. Dann Ja. haben Sie auch Mode gelernt. Dann Versicherung im Jahr 1991. Scheint ja alles Ja. sehr sprunghaft zu sein. Keine befestigte Zielsetzungen. Warum denn eigentlich? Ich habe im Nachhinein, in der Rückbetrachtung auf mein Leben festgestellt, dass ich immer das gemacht habe, was das Leben mir angeboten hat. Okay. Ich habe die Angebote des Lebens genutzt. Ich habe Mode gemacht zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht berufstätig sein konnte. Das konnte ich von zu Hause machen. Ich habe ein Kind zur Welt gebracht, was unter schwierigen Bedingungen auf die Welt kam damals. Und der sollte eigentlich nicht überleben. Dann hat man mir schwerste Behinderungen diagnostiziert. Oh je. Damit habe ich meinen gut dotierten Beruf, ich hatte schon Karriere gemacht, aufgegeben und habe gesagt, okay, wenn ich das nicht machen kann, dann arbeite ich von zu Hause und ja. nähe Klamotten. Das habe ich schon immer vorher gemacht, für mich die Mode entworfen, für mich persönlich. Okay. Und dann habe ich gesagt, das kann ich auch für andere und dann fertige ich das an und verkaufe das. Und das Leben und so geht weiter, konnte ich mein logisch. Kind betreuen. Und das Leben ja, geht so weiter. Konnte ich mein Kind betreuen und ich habe ja zwei Söhne zur Welt gebracht und beide Söhne waren nie Schlüsselkinder. Die hatten immer ihre Mutter daheim, die Dame, die gearbeitet hat an der Mode oder Mitte der Mode ja. und das war für mich ganz praktisch. Okay. Und im Jahr 2002 wollte Sissi Waldorf, wollten Sie nach Tunesien auswandern? Wollten Sie? Und in dieser Zeit in Tunesien entstanden die Texte zu diesem Werk, ja. Berberbraut. Was, was meinen Sie damit eigentlich, wollte ich? Sie haben ja schon mal in Tunesien für eine Zeitspanne gelebt. Wie lange haben Sie in Tunesien gelebt? Ja, immer so partiell. Das heißt, ich habe ja hier meine Wurzeln, meine Familie, meinen Beruf. Okay. Und ich, dadurch, dass ich selbstständig war, zu diesem Zeitpunkt auch, da war ich ja schon Versicherungsmaklerin und hatte eine kleine Firma gegründet. Ja. Und ich konnte mich immer mal für eine Zeit da herausnehmen, weil ich einen Partner habe oder hatte, einen ja. Firmenpartner, okay. der die Firma in der Zeit weitergeführt hat. Und ich konnte für ein paar Wochen nach Tunesien und konnte dieses Leben mit diesem Mann dort in seiner Familie leben. Also Sie haben ja das volle Leben genossen eigentlich hier in Tunesien. Ja. Das ist ja schön. Also ja, das war ja keine leere Liebe, sagen wir mal so. Wie Nein. entstand eigentlich dieses Interesse oder diese Bindung zu Tunesien, abgesehen von diesem Mann, der ihr Herz einfach mal geklaut hat? Ich liebe das Mittelmeer. Ja. Ich liebe das Meer. Das Meer hat etwas Grenzenloses. Es hat Weite. Es hat, du kannst so weit schauen. Ja. Und ich war in allen Ländern rund um das Mittelmeer herum. Alle Länder habe ich besucht. Als ich in Tunesien das erste Mal ankam und zum Meer herunterging, da bin ich auf Knien gefallen, habe geweint und habe gedacht, hier habe ich irgendwelche Wurzeln. Hier ist irgendetwas, was mich berührt. Und ja. das war so ein erstes Gefühl. Und immer wieder, wenn ich nach Tunesien kam, bin ich als erstes zum Meer gelaufen. Ich habe den Boden geküsst und habe gedacht, hier bin ich daheim. Warum auch immer, ich kann es Ihnen nicht erklären. Es ist magisch. Und das hat mich auch hineingespült in diese ganze Geschichte. Ich habe diese Magie auch wirklich gelebt. Das ist ja schön. Seit dem 15. Januar, oder damit haben Sie ja schon begonnen, am 15. Januar 2016 mit diesem Buch. Haben Sie dann da angefangen, dieses Buch zu schreiben, Die Berberbraut, oder haben Sie es vervollständigt? Nein, das fing ganz anders an. Ich habe auch eine sehr schwierige Vergangenheit aus meiner Kindheit mitgebracht und ich musste Traumata bearbeiten. Und ich habe angefangen, ein Tagebuch zu schreiben, weil ich, also schon 2002, weil ich einfach aus der Geschichte aussteigen wollte und ich wollte der Therapeutin immer schildern, was genau mir nachts durch den Kopf geht und sowas. Ich habe immer alles aufgeschrieben. Und dann kam dieser Mann ins Spiel, dieser Ramses, das habe ich auch alles aufgeschrieben. Ja. Ich habe dann immer aus meinen Niederschriften vorgelesen bei den Therapeuten, bis der Erste gesagt hat, liebe Frau Waldorf, Sie müssen aus der Geschichte ein Buch machen. Da habe ich gedacht, na gut, könnte ich ja tun.
hab's aber noch verworfen. Okay, okay. Als der dritte Therapeut mir geraten hat, daraus ein Buch zu machen, da habe ich gesagt, so, und jetzt bin ich mittendrin. Jetzt habe ich schon so viel geschrieben, jetzt werde ich das mit einem Lektor, mit einem Psychologen nochmal durchgehen. Ja. Und dann mache ich tatsächlich ein Buch daraus. Okay. Und so ist die ganze Geschichte entstanden. Genau, also wenn man kann, wenn man wirklich ihre Fotografien sieht im Internet, und da könnt ihr, meine lieben Freunde im Internet, Sissi Walldorf einfach mal eingeben, da seht ihr die Fotografien. Die gemalten Bilder. Malen, was mich bewegt, aus dem Jahr 2017. Die Berberfrauen, ihre Männer und die Wüste im Jahr 2016. Feuer und Wasser, Afrika, Licht und Schatten. Sehr interessante Bilder hier. Und das verdanken sie, also nicht nur die Bilder, sondern auch das Buch, die Erzählung, die Geschichten in diesem Buch. Da haben ihnen einige Persönlichkeiten geholfen, wie Martin Behring, Diplompsychologe, Bernd Wienopal, medizinische Hypnose macht er, ist ein Psychotherapeut, und weitere Personen. Das war eine interessante Hilfe für Sie. Ja, ich hatte, wissen Sie, aus so einem schwierigen Vergangenheit, die ja Spuren hinterlässt, aus der kommt man nicht so einfach heraus. Und ich habe viele Menschen gehabt, die mir geholfen haben, und die habe ich dort auch auf meiner Internetseite vorgestellt. Auch meine Yoga-Lehrer, meine Tanztherapeutin, die Leute, die mir geholfen haben, aus meinen Mauern auszubrechen. Ja, das ist ja halt schön, wenn man liebt, wenn man andere lieben kann, genau wie Ihre Geschichte, wie Ihre wahre Geschichte mit Ramses, und gleichzeitig, wenn man auch geliebt wird. Also wenn Sie ja. nicht geliebt wären, dann hätten Sie diese Hilfe natürlich ja von Ihrem Freundeskreis nie bekommen können. Ja, das stimmt. Das ist immer ein Geben und ein Nehmen. Ganz genau. Man bekommt, wenn man Liebe gibt. Richtig. Die Berberbraut, Ihr Buch, das haben Sie mal vorgestellt bei der Berliner Buchmesse. Auch bei der Leipziger Buchmesse. Auch bei der Leipziger Buchmesse. Ja. Wie ich ja anfangs der Sendung gesagt habe, kein Preis. Stört Sie das eigentlich, dass Sie keinen Preis gewonnen Nein. haben? Nein. Überhaupt nicht. Es geht nicht um den Preis. Es geht darum, ich musste es schreiben, und ob das jetzt preiswürdig ist, spielt keine Rolle. Okay. Es ist meine Geschichte. Und das wollen ich Sie liebe nicht bewerten. Geschichte. Genau. Gibt es ja auch weitere Werke, oder bleiben Sie einfach ja. mal stehen? Ja, natürlich. Echt? Diese Geschichte ja. hat ja gerade erst angefangen. Das ist der erste Teil. Ich okay. lese jetzt schon, weil ich schon viele Zuhörer habe in Lesungen, die bereits den ersten Teil gelesen haben, lese ich jetzt aus unveröffentlichten Manuskripten aus Fortsetzungen. Das heißt, es wird eine ungefähr siebenteilige Reihe geben. Der Anfang ist getan, und ich werde jetzt in der nächsten Zeit mich wieder ans Schreiben setzen. Ich male ja sehr viel. Im Moment ja. habe ich viele große Ausstellungen. Mhm. Jetzt gehen wieder Bilder in ein Hotel, wo sie ausgestellt werden, in der Nähe von Braunschweig. Okay. Ich habe auf dem Weihnachtsmarkt beim französischen Bäcker in der Remise eine große Ausstellung. Mhm. Und aber ich muss irgendwann ja wieder schreiben, weil es liegt mir auf der Seele. Ich möchte es ja. Ja, das war ja nur halt nur der Anfang. Ja, genau. Ja, wir haben das war ja nur der Anfang. Ja, genau. Wir haben in Tunesien viele Menschen eigentlich, die sich hier für andere Kulturen interessieren, für andere Werke interessieren. Ist dieses Buch nur auf Deutsch, oder ist es die ist Idee dazu? Deutsch. Ja, nur auf ich Deutsch. Ich bin ja ein Newcomer. Ich bin eine ganz neue Autorin. Ich habe nie vorher ein Buch veröffentlicht. Es ist mein erstes Werk, was ich veröffentlicht habe. Und es ist natürlich... Sowas kann erst übersetzt werden, wenn sich die entsprechenden, wenn es sich, sag ich mal, anbietet. Verstehe. Und für diejenigen, hier die. War es noch nicht so weit. Genau, für diejenigen, die Deutsch verstehen und die sich hier dafür interessieren, ist das ein bisschen schwierig hier in Tunesien. Man kann ja an das Buch nicht rankommen. Vielleicht doch über das Amazon. Amazon.de bestellen. Das Amazon. Ja, aber das kann ja nicht jeder. Aber abgesehen davon besteht die Möglichkeit, eventuell, dass Sie künftig mal nach Tunesien kommen, da Sie ja Tunesien lieben, und ja. hier einige Passagen von Ihrem Buch hier lesen können. Wir haben Gerne. Universitäten, wo Deutsch unterrichtet wird, wo viele Menschen sich ja dafür interessieren könnten. Das wäre ja mal vielleicht eine Idee.
Sehr gern, sehr gern, weil ich einfach denke, man muss über die Dinge reden. Und da ist sehr viel passiert, was so zwischen den Welten ist, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Tunesien lebt in dieser Welt. Wir haben eine andere Welt. Und ich finde einfach, darüber zu sprechen, miteinander sich zu verständigen. Und die Liebe überbrückt alle Grenzen. Das haben Sie schön gesagt hier. Wann waren Sie das letzte Mal in Tunesien? Oh, es ist schon ein Weilchen her. Das letzte Mal war ich, als ich diesen Mann im Gefängnis besucht habe. Er ist leider ins Gefängnis gekommen und zwar nicht, weil er Oh. irgendwas verbrochen hat, Sondern? sondern weil er sich Weil er nicht nichts verbrochen wehren hat. konnte. Ach, bitte? Er hatte nichts verbrochen. Aha. Ist eine lange Geschichte, ich habe sie auch aufgeschrieben. Er ist ja Okay. auch entlassen worden, dann, Ach, jetzt ist er weil es frei. sich Okay. aufgeklärt hat. Okay. Das letzte Mal 2013. Ach so, doch, nach der Ja, da habe Revolution. ich den Mann Okay. besucht im Gefängnis, um den es geht, um Ramses. Okay. Habt ihr jetzt miteinander Kontakt oder nicht mehr? Im Moment nicht. Vielleicht kommt es ja noch. Ja, Also ich kein persönlich würde Problem. mich riesig freuen, wenn ich Sie hier bei uns in Tunis im Radio in diesem Studio 1 hier haben könnte demnächst. Das wäre ja mal interessant. Vielleicht könnten wir euch beide haben. Ramses und Sisi. Ja, das wäre vielleicht, oder Sophia. Ich heiße ja als Autorin Ach ja, Sissi Sophia im und Buch, die genau. Hauptgestalt ist ja Genau. Sophia. Sophia und Ramses. Ich habe die Namen ja auch bewusst gewählt. Ja. Ramses ist ja, also wenn man an die alten Pharaonen im alten Ägypten denkt, dann haben Okay. wir ja da eine sehr charismatische Figur. Und er war ja auch ein sehr charismatischer Mann mit diesem Auftreten auch. Und das ist er bestimmt heute noch. Wow. Die Liebe, nur die Liebe zählt. Also, da kann ich ja nichts dazu sagen. Das war schön, ein interessantes Gespräch mit Sissi Waldorf. Frau Waldorf, vielen, vielen herzlichen Dank für, dass Sie einfach mal wach geblieben sind und dass Sie mit uns gesprochen haben über dieses Buch, über Ihr Leben, über Ihre wahre, ehrliche Geschichte, finde ich, sehr transparente Geschichte. Ich drücke Ihnen die Daumen für die nächsten Geschichten, die dazu zählen, Berber Braut und vielleicht, wie gesagt, demnächst können wir uns ja hier in Tunesien sehen. Ja, ich würde mich sehr freuen, Herr Labiat. Das ist bestimmt etwas, was ich für mir für die nächste Zukunft vornehme, weil es mich bestimmt wieder berühren wird, in Ihr Land zu kommen. Na dann, seien Sie herzlich willkommen in Tunesien, in Ihrer zweiten Heimat. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Danke für das Gespräch und viele liebe Grüße nach Berlin. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mir die Möglichkeit geboten haben. Grüße Tunis und ganz liebe Grüße Danke, ja. an mein Tunesien. Ja, mein Tunesien. Dankeschön. Dankeschön. Danke. 20:59 Minuten, meine lieben Freunde, das war es hier für heute. Das war ein interessantes Gespräch mit Sissi Waldorf, mit die Schriftstellerin von dem Werk Die Berber Braut. Eine wahre Geschichte. Dankeschön an Faisal Hilali für seine exzellente Kooperation. Wir treffen uns morgen wieder, wenn das heißt hier Multikulti Live. Schönen Abend noch. Tschüss und bye-bye. RTCI nous réunit.